Welcher Parkplatz-Suchtyp sind Sie? Suchen Sie immer den einen freien Platz in der ersten Reihe oder liegen Sie auf der Lauer, warten, bis jemand rausfährt und schlagen dann blitzschnell zu? Es gibt eine Strategie, die soll die beste sein, wenn es darum geht, schnell einen Parkplatz zu finden. Das sagt zumindest ein Wissenschaftler aus den USA. Aber hat er recht? Jeder Autofahrer vergeudet durchschnittlich 41 Stunden pro Jahr mit nerviger Parkplatzsuche. In einer Großstadt dauert das im Schnitt 9 Minuten. Doch selbst wenn man eine freie Lücke findet, ist bestimmt wieder jemand schneller. Wer jetzt denkt, dann fahre ich halt auf den Supermarktparkplatz, da ist immer was frei. Der hat sich geschnitten, denn auch hier dauert es im Schnitt 4 Minuten. Das muss doch schneller gehen. Unser Redakteur entdeckt eine Jagdstrategie aus dem Tierreich. Wartet man wie eine Schleiereule auf die Beute und schlägt dann blitzschnell zu, findet man angeblich schneller einen Parkplatz. Das behauptet zumindest der amerikanische Wissenschaftler Drew Welke. Er studiert gerade das Jagdverhalten von Tieren, als ihm der volle Uniparkplatz und das Verhalten der Autofahrer auffällt. Er beobachtet die verschiedenen Taktiken. Sein Fazit: Wer also wie eine Schleiereule auf seine Beute wartet, der findet eher einen Parkplatz als aktiv suchende Jäger wie der Adler. Ob diese Taktik wirklich schneller ist, wollen wir testen. Und los. Doch erst holen wir uns ein paar Tipps von Parkplatzexperten Ansgar Matz. Er entwickelt Parkkonzepte für Parkplätze und ganze Städte. Was brauchen wir für unser Experiment? Um herauszufinden, welche Taktik am besten ist, brauche ich erstmal einen vollen Parkplatz. Wir brauchen einige Testpersonen und wir brauchen natürlich viele Testfahrten und eine Stoppuhr, um alles genau festzuhalten. Der Tag des Experiments. Noch ist alles ruhig. Doch auf diesem Parkplatz wird bald die Hölle los sein. Und das sind unsere Tester. Crazy, 30 Jahre, Model. Friedemann, 72, Rentner. Niklas, 24, Student. Und Alisa, 22, Praktikantin. Wer sucht denn freiwillig den ganzen Tag einen Parkplatz? Gehört halt zum Autofahren dazu. Ich hasse Einparken. Ich bin deswegen schon zweimal durch die Prüfung gefallen. Ich parke gerne ein. Ich parke schon seit 50 Jahren ein. Naja, solange ich nicht rückwärts einparken muss, geht's. Deswegen habe ich auch so ein kleines Auto. Mal gucken. Und so funktioniert unser Experiment. Also jeder hat das gleiche Ziel. Er möchte so schnell wie möglich von der Parkplatzeinfahrt zum Geschäftseingang kommen. Also testen wir, indem wir die Zeit stoppen. Das heißt, bei der Einfahrt auf dem Parkplatz und wieder gestoppt bei der Ankunft am Geschäft. Wir montieren in allen Fahrzeugen Kameras, damit wir sehen können, wo unsere Tester gleich parken. Und markieren sie mit unterschiedlichen Farben. Der Parkplatz ist erst halb voll. Deshalb testen wir, mit welcher Taktik man auf einem halbvollen Parkplatz am schnellsten ist. Okay, parkt, wo ihr wollt und los! Wir stoppen von jedem die Zeit. Friedemann fährt gleich ganz nach vorn, um möglichst nahe am Eingang zu parken. Gute Idee, doch mit dieser Taktik ist er nicht allein. Auch die anderen Tester suchen einen Platz in der ersten Reihe. Das kostet wertvolle Sekunden, aber am Ende parken alle ganz vorn. Sobald unsere Tester den Eingang erreichen, stoppen wir die Zeit. Friedemann ist der Erste. Die anderen Tester kommen kurz danach. Im Schnitt dauert es 2,5 Minuten, aber... Wieso parkt ihr alle so weit weg? Aber wir parken noch in der ersten Reihe. Ja, kann man doch gar nicht parken, oder? Wirklich? Sieht man sich das mal von oben an, erkennt man, dass unsere Testautos in der ersten Reihe außen tatsächlich weiter vom Eingang entfernt sind als viele der freien Parkplätze in der zweiten oder sogar dritten Reihe. Tatsächlich ist es so, dass der Fahrer immer in der ersten Reihe parken möchte, weil er denkt, dass er dann am schnellsten am Eingang ist. Aber vergisst völlig, dass er den Parkplatz auch noch suchen muss, möglicherweise ganz hinten in der ersten Reihe parken muss. Besser wäre es, in der zweiten Reihe nähe des Eingangs zu parken oder noch besser beim halbvollen Parkplatz einfach den erstbesten Parkplatz zu nehmen und dann zum Geschäft zu laufen. Weiter weg parken soll schneller gehen? Die Tester haben nun die Aufgabe, sich den erstbesten Platz in irgendeiner Reihe auszusuchen, auch wenn der weiter weg vom Eingang ist. Und da
Tatsächlich. Nach knapp 2 Minuten kommt Chrissy am Eingang an. Und auch die anderen sind schneller. Das Ergebnis beweist, dass wir alle wirklich total mies in Geometrie sind. Nein, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Die menschliche Zeitwahrnehmung ist sehr ungenau. Und wir unterschätzen die Zeit, die wir mit dem Auto fahren. Und wir überschätzen die Zeit, die wir für die Fußstrecke brauchen. Für unseren Versuch auf einem vollen Parkplatz bedeutet das, es geht tatsächlich schneller, wenn man den erstbesten freien Platz in irgendeiner Reihe nimmt und nicht nach einem am Eingang sucht. Doch funktioniert diese Taktik auch noch auf einem vollen Parkplatz? Experiment 2. Wie findet man einen Parkplatz, wo es keinen gibt? Wir schicken unsere Tester wieder auf Parkplatzsuche. Und los! Obwohl es unsere Tester eigentlich besser wissen sollten, versuchen es einige doch wieder ganz vorn. Oh wow, das macht keinen Spaß. Außer man findet was. Okay, warte, da ist es frei, da ist es frei, da ist es frei. Geht doch. Nach 6,5 Minuten kommt Niklas ans Ziel. Der Rest braucht knapp 1 Minute länger. Ist ein freier Parkplatz also doch nur reines Glück? Wenn wir uns die Aufnahmen angucken, dann sehen wir, dass die verschiedenen Testfahrer ganz unterschiedlich rangehen. Der eine sucht ganz aktiv nach einem Parkplatz, der andere ist eher auf Wartestellung, bis er einen Parkplatz findet, um reinzuhuschen. Zurück zu unserem Wissenschaftler. Mit welcher tierischen Taktik findet man schneller einen Parkplatz? Wir schicken 4 unterschiedliche ins Rennen. Taktik 1. Der Adler, der aktive Parkplatzsucher. Bei seiner Jagd gleitet der Adler oft über mehrere Kilometer hinweg auf der Suche nach Beute durch die Luft. Hat er sie erspäht, stürzt er sich gnadenlos auf sie. Taktik 2. Die Schleiereule. Die Schleiereule sitzt ruhig auf ihrem Ansitz und wartet, bis sich ein Beutetier nähert, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Taktik 3. Der Panther. Der Panther hat ein energiesparendes Jagdverhalten. Er schleicht sich bis auf wenige Meter an die Beute heran. Dann verharrt er und überwältigt sein Opfer mit einem Satz. Taktik 4. Das Schwein. Egal wo, Hauptsache Nahrung. Schweine sind Allesfresser und nicht besonders wählerisch. Sie nehmen die Beute, die am wenigsten Aufwand bedeutet. Doch wer ist am schnellsten? Los geht's mit dem Adler. Aktive Parkplatzsuche und los! Die aktive Parkplatzsuche ist die häufigste Taktik. Also herumfahren und Augen offen halten. Doch diese Art des Suchens ist auch extrem anstrengend für den Fahrer. Denn er muss sich nicht nur auf den Verkehr konzentrieren, sondern gleichzeitig auch nach Parkplätzen suchen. Der erste erreicht das Geschäft nach knapp 5 Minuten. Der letzte braucht 6,5. Ganz schön lang. Und was meinen die Tester zur Adlertaktik? Ich fand die aktive Parkplatzsuche super anstrengend. Ja, anstrengend und nervig. Ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen gefährlich, wenn du die ganze Zeit links und rechts schauen musst und dich halt nicht wirklich auf den Verkehr konzentrieren kannst. Ob die Schleiereule smarter ist? Auf einem Parkplatz warten und los. Die Tester warten in einer Parkreihe auf einen freien Platz. Doch auch hier steht man unter Anspannung, um bloß keine Gelegenheit zu verpassen. Fährt endlich jemand weg, muss man schnell sein. Das ist eindeutig meine Parklücke. Das hier. Forget it. Nice. Trotz der Warterei benötigt Chrissy mit der Schleiereulentaktik nur knapp 2 Minuten. Im Durchschnitt sind die Tester doppelt so schnell wie bei der aktiven Suche. Damit ist die Studie unseres Wissenschaftlers richtig. Warten geht schneller als suchen. Doch funktionieren die Taktiken auch noch nach Feierabend auf der Straße? Auf dem Weg ist kein freier Parkplatz. Also wartet unser Redakteur wie die Schleiereule. Aber auch nach 20 Minuten keine Beute in Sicht. Was jetzt? Ja, das kommt darauf an, wo du einen Parkplatz suchst. Also ob es eine reine Wohngegend ist oder ob es eine belebte Gegend ist mit Bars, Geschäften und Restaurants. Da hinten gibt es zwar eine Bar, aber ich glaube, die Leute, die da drin sind, die haben sowieso keinen Führerschein mehr. In ruhigen Wohngegenden fährt selten einer weg. Hier ist man mit der aktiven Suche schneller. Die Eulentaktik ist eher was für belebte Gegenden wie unser großer Parkplatz.
Wie finden unsere Tester die Wartestrategie? Spannend. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Und zwar, du musst nur ein bisschen deine Umgebung beobachten. Das Problem ist nur, wenn mal ein Parkplatz frei wird, dann muss man extrem schnell sein. Also nicht, dass eben irgendwer anders dir den Parkplatz wegschnappt. Dafür bietet sich unsere nächste Taktik an, der Panther. Okay, und jetzt Kunden auflauern und verfolgen. Und los. Diese Taktik ist was für richtige Jäger. Erst lauert man einem ahnungslosen Einkäufer auf und folgt ihm dann unauffällig zu seinem Parkplatz. Doch das ist schwieriger als gedacht, da man den Fluchtweg der Beute oft nicht vorhersagen kann. Mann! Bei dieser Taktik entscheidet tatsächlich das Glück. Bis Alisa eintrifft, vergehen fast 11 Minuten. Das war mit Abstand die beknackteste Methode. Total bescheuert. Also ich fand die Methode so doof, wirklich. Und wie schlägt sich unsere letzte Taktik? Den erstbesten Parkplatz nehmen wie ein Schwein. Bei der Schweinetaktik ist eindeutig der Weg das Ziel. Also den erstbesten Parkplatz nehmen und dann zu Fuß laufen. Allerdings sollte man die Taktik nicht zu wörtlich nehmen. Der Friedemann war der Schnellste, aber dafür kriegt er wahrscheinlich auch einen Strafzettel. Und ihr wart, ich weiß nicht, wo ihr wart, aber ihr wart verdammt schnell, schon mal her. Krass, so schnell. In der Luftaufnahme konnten wir unsere Tester nicht entdecken. Der Grund, sie haben am Startpunkt geparkt und sind zu Fuß gelaufen. Also ich hätte es echt nicht gedacht, aber die Zeit, die wir davor die ganze Zeit die Parkplätze gesucht haben, die haben uns halt jetzt einfach gespart. Also so schnell, wie wir jetzt hier vor der Tür standen, ne, war das eigentlich für mich die beste Methode. Ist die Schweinetaktik die beste? Ja, wenn ich mir jetzt die Auswertung angucke, können wir feststellen, dass es echt die Schweinetaktik ist. Also Namen Schwein gehabt. Weil wirklich der den erstbesten Parkplatz nimmt, ist am schnellsten dran. Zweitbeste Taktik für die, die wenig laufen möchten, ist die Schleiereulen-Taktik. Und die Taktiken aktiv im Parkplatz suchen oder einem hinterherfahren, die bringen am wenigsten. Mit der richtigen Jagdstrategie kommt man also schneller ans Ziel. Und auch unser Redakteur findet damit einen freien Parkplatz.